Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Commentary mal wieder, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, aber jetzt habe ich ein wunderschönes Themachen aufgreifen können, und zwar hat mich der Slay draufgebracht, und zwar bei seinem Aufnahmefail. Er hat eineinhalb Stunden oder so aufgenommen und am Ende erst bemerkt, dass er zweimal auf Aufnahme gedrückt hat, womit er die Aufnahme natürlich wieder beendet hat somit. Ergo, es sind nur 2 Minuten Video. 2-Sekunden-Video gewesen. Bringt natürlich nicht viel. Aber er hat ein schönes Thema aufgegriffen, worüber ich jetzt mal ein bisschen labern wollte. Und zwar das Thema Spitznamen und sowas. Weil fand ich ganz interessant, weil, was er so einen Ansatz gesagt hat. Er hat gesagt, heutzutage versucht ja jeder Jugendliche immer so ein... ja, hier war ich ein bisschen verwirrt, weil es so geleckt hat. Keine Ahnung. Und zwar versucht ja jeder Jugendliche heutzutage eine Identität zu kriegen und sowas und versucht sich irgendwas zu identifizieren und hast nicht gesehen. Und ach hier übrigens der dümmste Tod ever. Bam, weg bin ich. Nein, das war nicht da, wo ich runtergefallen bin. Das schnauze ich nämlich gerade auf. Und zwar, wie gesagt, versucht jeder eine Identität, irgendwas, womit er sich identifizieren kann. Und ein Spitzname, also normalen Namen, den kriegt man einfach. Man hat diesen Namen und man ist dann einfach der. Es gibt keine Entstehungsgeschichte dadurch und viele andere heißen auch so. Man findet Spitznamen, einige mögen halt ihre Spitznamen nicht, das ist ganz klar. Aber ich zum Beispiel finde meinen super. Ich habe halt eine kleine Entstehungsgeschichte dazu. Die werde ich aber entweder am Schluss erzählen oder in einem anderen Video, wenn ihr lustig dazu seid, dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Jedenfalls, wenn jemand halt so, also Spitznamen ergeben für einen selber einen Sinn. Man hat es sich sozusagen erarbeitet halt, ne? Also man, wie soll ich das sagen? Man kann sich damit leichter identifizieren als mit deinem eigenen Namen. Weil du musst es etwas, entweder machst du etwas ganz gerne oder du kannst etwas ganz gut oder, was weiß ich, wir hatten einen, der hatte Nachnamen Stark und den haben die ganze Zeit nur Stark genannt. Wir haben seinen Namen zum Spitznamen gemacht halt und so weiter und so fort. Aber es gibt halt noch viele andere Spitznamen. Und das ist halt eure Entstehungsgeschichte. Also euer Name, euer Spitzname ist so entstanden und ihr könnt etwas von euch erzählen. Wie gesagt, also da kann man halt eine schöne Identität mit aufbauen, sag ich jetzt einfach mal dazu. Was ich ganz, vom Gedankenweg sehr interessant finde. Wie gesagt, jeder versucht heutzutage, sich einfach irgendwie einzigartig zu machen, anders zu machen. Und natürlich können auch viele andere den gleichen Spitznamen auch haben, das ist ganz klar. Nur, die Entstehungsgeschichte dazu ist einfach anders. Meine zum Beispiel ist ja Chico, wie ihr das ab und zu in Videos hören konntet. Und ihr seid bestimmt ganz schön verwirrt, weil ich euch ja immer Chico nenne. Aber es hat halt einen anderen Hintergrund, warum ich euch Chico nenne und ich Chico für andere heiße. Das kann ich mal erzählen jetzt. Und zwar habe ich früher in dem WTS-Clan gespielt. WTS-Namens heißt im Endeffekt Wir treffen selten. Finde ich ganz cool. Und hatte ich, das war zu meiner Anfangszeit mit extrem zocken, und zwar Halo 3. Und da hieß ich Piso Shidori. Piso war mein absolutes Lieblingswort und Shidori, klar, Naruto, Sasuke ist leicht zu erklären. Außer da hinten. Ja, das konnte die Frau des meines Clan-Leaders nicht so ganz aussprechen und hat sie mich immer Chicory-Salat genannt. Immer wieder Chicory-Salat. Und das war aber irgendwann mal zu lang, da hat man mich nur Chicory genannt und irgendwann kam er bei Chico raus. Was eigentlich ganz gut ist, weil ich bin nur 1,64 groß und Chico bedeutet in Spanisch klein. Finde ich super. Passt also total.
Und es gibt natürlich auch Chicorée-Salaten. Ich bin absoluter Salathasser. Was natürlich super passt, das ist ganz klar. Warum ich hier nicht drauf springen konnte, verstehe ich heute noch nicht. Aber ich habe es zum Glück überlegt, ansonsten hätte ich wahrscheinlich geschimpft. Bis zum geht nicht mehr. Und ja, das war jetzt so ein bisschen dazu. Ich weiß, ich kämpfe die ganze Zeit nur in diesem Haus rum. Jetzt bin ich wieder aus dem Konzept raus. Verdammt mich doch mal. Menzel, du bist scheiße. Die Gegner könnten ja sprechen. Da hat man mich urplötzlich Chico. Und dadurch, dass ich ein paar vom Privaten halt auch mit Xbox Live gezockt habe, die haben dann auch angefangen, Chico zu sagen. Da haben sie auch im Privaten ab und zu mal Chico gesagt. Und so hat sich es immer weiter aufgebaut, dass dieser Name immer aktiver wurde. Und ich irgendwann nur noch auf Chico überhaupt gehört habe. Aber für mich hat dann nach einer Zeit hat für mich Chico eine andere Bedeutung erlangt. Und zwar ist für mich Chico nicht mehr klein oder kleiner oder der Salat oder sowas, sondern dadurch, dass halt mich viele so genannt haben, ob jetzt Arbeitskameraden, Schulkameraden, Freunde oder Verwandte und sowas, für mich hat das einfach eine neue Bedeutung bekommen, sowas wie Freund oder Freundschaft und sowas. Und ich bin so ein Typ, ich sehe jeden erstmal als Freund. Das ist einfach so, weil ich jeden erstmal als Freund sehe und blablabla. Und daher nenne ich euch halt Chicos und Chicas. Chicas einfach für weibliche Freundin halt in dem Sinne. Und das ist so meine Entstehungsgeschichte, wieso ich euch so nenne, warum ich euch so den Spitznamen gegeben habe, warum ich so den Spitznamen bekommen habe. Und warum ich nämlich Skyline nenne, hat einen ganz einfachen Beweggrund. Es gibt keinen. Ich weiß nicht warum, ich habe einfach Skyline genommen und fand es in Ordnung, weil ich habe halt Eulen, Vögel, Fliegen, Luft und sowas und ist natürlich die Großstadt mit ihrer Skyline natürlich bestens vertreten mit den Namen. Auch total bescheuert. Ja, und das ist jetzt mal so ein Beispiel, womit ich halt mich identifizieren kann. Warum ich sagen kann, ja, Chico ist mein Spitzname. Weil bum bum bum. Und natürlich gibt es ein paar Spitznamen, die man nicht haben will, nicht hören kann. Die gibt es natürlich auch. Schilde? Sabberschnauze. Ja, heißt Sabberschnauze. Diese unnötigen Kommentare im Hintergrund. Und ja, ist ja, keine Ahnung. Und das ist aber schon jetzt der Schluss. Jetzt wisst ihr, warum ich euch Chico und Chicas nenne, warum ich Chico heiße, warum ich Skyline heiße und was ich zu dem Thema Spitznamen so halte. Ehrt diese Namen, also je nachdem, wie sie natürlich entstanden sind, ne? Wenn sie wenn man euch natürlich Schweinebacke oder sowas nennt, weil ihr dick seid oder sowas, den sollte man natürlich nicht ehren, ist ganz klar. Wenn man euch Rudelbumster nennen sollte, weil ihr halt eine Schlampe seid oder sowas, weiß nicht, ob man sich darauf stolz sein kann. Jeder so wie er mag. Ich halte mich da raus. Das ist meine unprofessionelle Meinung zu diesem Thema. Hier haben wir Schlussplädoyer. 5 Pilotenkills, 1 Titan, 14 normale und 3-mal gestorben. Das ist eigentlich ganz gut, so in Art und Weise. Wenn ihr mehr von Titanfall mal sehen wollt, dann könnt ihr das auch mal in die Kommentare schroten und mir sagen, was ihr mal sehen wollt. Es gibt einen neuen Spielmodi, der aber nicht für lange Zeit draußen ist. Und ob ihr mal andere Spielmodus sehen wollt, ein Live-Commentary oder sowas, da bin ich auf jeden Fall zu haben für. Das bin ich und ich mache mich davon. Also, hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online. Tschüss!